ihr müsst den Faust lesen. Ich habe in diesem Land 30 Jahre verbracht. Und da habe ich eines entdeckt. Wir in Amerika, Nord-, Mittel- und Südamerika und in Zentraleuropa und im Mittelmeer, wir sind alle Christen oder Antichristen. Aber wir haben alle einen Bezug zum Christentum. Die Deutschen in dieser Gegend, um Heidegger, um Wagner, um Nietzsche, sind Heiden. Wir haben keine Erfahrung, keine affektvolle, wirkliche innere Verbindung zum Paganismus, zum echten Paganismus. Ein Jude, wenn er das Wort Gott sagt, muss den Mund halten. Ein Christ schweigt oder sollte es schweigen. Faust will Gott begründen. Faust und mit ihm Heidegger wollen Gott ergründet aus dem Sein her. Gott ist bei Heidegger immer der Gott, der vergeht und geht, der sterben kann mit Nietzsche, die Götter, Hölderlin. Also, das ist eine heidnische Philosophie. Und das sage ich immer meinen französischen, italienischen, spanischen, südamerikanischen, chilenischen Freunden, pass mal auf. Also ich will nicht sagen, ob recht oder nicht ist, aber zunächst muss man wirklich verstehen, was Heidegger ist. Und Heidegger hat sich selber verstanden als eine Mischung von Christentum, die kommt, als der Gott seiner Zeit. Aber im Grunde ist er ein Denker des Ursprünglichen, wie Faust. Er will die Geister der Erde ausrufen und ist ein halber Alchemist. In diese Tradition, und die kommen aus der Ecke von Freiburg.